Aufnahme anfangen, wiederhol das. Ja, ich habe jetzt gerade Waffen ausgesucht und mit denen muss Ray jetzt spielen. Oh. Und er weiß nicht, welche Waffen das sind. Und wie viel von den Wetten, du hast mir die M16 gegeben, die MF92. Was und ist die MF? Ach, MF92 ist die Standardpistole. Genau, und die Standard Shotgun. John, mach. Die hätte ich erst kaufen müssen. Okay. Also das sind alles Waffen, John, die du so hast. Ah, okay. Ghost Town, alles klar. Kommst du zu mir, Pixel? Ich versuch's. Oder kann ich zu dir kommen? Ach. Nein, nee, weißt du, wenn der nächste joint, dann könnte ich rüberkommen. Ja, oder ihr spielt einfach gegeneinander. Den Jungs. Wir sind jetzt keine Kindergartenkinder. Hau rein. Okay, mit M16 war ich schon mal nicht falsch. Da habe ich die Thompson bekommen. Und M1911 Nines. Okay, das wird spannend. Eine gute Waffe darf sein. Eine gute Waffe, aber die ist nur gut, wenn ich ein Extended Magazine habe. Die M16 ist kacke. T91? Ja, darüber haben wir schon mal ein Review gemacht. Heftig. An dieser Stelle, Verlinkung, Schleichwerbung für Zion Pro. Ah, Theos! Ein zweiter Kill! Dauerfeuer! Tanz. Jetzt weiß ich wieder, was ich ändern wollte. Die Soundlautstärke von den Effekten. Ich verstehe nämlich kein Wort, was ihr labert. Laber. Jetzt geht's. Laber! Gibt's nicht diesen Film Flabber? Flabber? Ja, Mann. Mit Robbie Williams? Robin Williams, ja. Ja, Mann. Möget er in Frieden ruhen. Ja. Mein Held. In Ruhen, Frieden. Ich habe einen Eiswürfel getrunken. Trottel! Ach, du hast doch gar nicht alle Waffen ausprobiert. Ah, ja, okay. Thompson! Nein, ich meine alle Waffen. Toll! Heartbeat Detector, warte mal, wie vergrößere ich nochmal? Mit S, gar nicht, hier, doch, SZ. Ja, mit SZ und diesem Strich daneben. Okay, mal schauen, ob ich jemanden finde. Der dient auch nur für mich, ne? Ja, ja. Da sehe ich einen. Da! Wechseln dort, bei Combat Arms einfach so lange, wenn du Gegner siehst, du wechselst die Waffen, bist trotzdem tot. Ja, man muss das strategisch machen. Ja, aber ich glaube, dein Team sieht es trotzdem. Deswegen kann man so... Es gibt einen Heartbeat Sensor und Heartbeat Detector. Eines der beiden für Teams und eins nur für dich. Niemand das Mikrofon weiter zu dir. Ja, ich trinke gerade was. Na und? Deinen Kaffee mit Fisherman's Friend. Schmeckt's gut eigentlich? Ja, schmeckt wie Kaffee, ne? Der ist eh kalt. Was wartest du auch so lange? HP? Fragezeichen? Ja, Dulli, ne? Oh, direkt der Headshot und er ist trotzdem nicht gestorben. Oh. Waffe ist halt scheiße, ne? Aber M16-Veteran ist trotzdem cool wegen dem Visier. Ja. Weißt du noch, unsere Anfänge? M16, okay, wir kaufen einfach nie eine Waffe und nehmen nur von anderen auf. Und ja, dann halt rasten wir voll aus, weil es einfach immer scheiße war. Ey, Theos, camp da nicht so. Geld. Ich campe nicht, ich schleiche mich voran. Ja, hab ich gesehen, hast gekämpft. Das erste Ego-Shooter-Online-Spiel so mit Waffen kaufen, was wir überhaupt gespielt haben, ne? Deswegen dachten wir halt so, es gibt nur echtes Geld und man muss halt so mit echtem Geld irgendwie Waffen kaufen. Ja, das war das erste Free-to-Play-Spiel, sagen wir es mal so. Ja. Da campen zwei. Also da campt einer und einer war zufällig da, aber trotzdem, da campen zwei. Egal, wenn sie sich auch bewegen, sie campen halt innerhalb von einer Minute an 10 verschiedenen Stellen. Okay, laufen wir jetzt mal mit der M1911 Nights. Und du bist tot. Ah, schade. Theos, geh nochmal zurück. Kann er nicht mehr, er ist über den Zaun gesprungen. Och, Trottel. Das war schlecht. Ja! Oh! Ja, ich werde vom MG zerfickt. Aber das MG ist geil. Ist geil? Fork.
wollte gerade sagen. Einer mit einer Zielgruppe. Warum laufen so viele Leute mit einer Zielgruppe rum? Ist da irgendwie gerade ein Event draußen, dass jeder sagt, Zielgruppe? Zielgruppe in ab. Das ist der Noob Pro Filter. Das war unfair. Ich wurde mit einer UMP aus der Ferne. Mit der M417SB. Oh. Okay, da, ja, gut. Ja, keine falschen Daten hier rausgeben. Ey, und die sind voll am Verlieren. Wenn auch jeder mit einer M16 läuft. Warum gibst du mir eigentlich solche Kackbratzenwaffen? Ja, weil es witzig ist. Finde ich nicht. Was für eine Nate hast du mir eigentlich gegeben? Achso, die Heartbeat. Du hast keine Nate. Du hast nur einen Heartbeat-Detektor, weil du scheiße bist. Gut, stirb einfach, stirb. Die Fresse. Wie lange willst du eigentlich Aufnahmen machen? Wolltest du jetzt einen 3-Stunden-Film drehen oder was? Ich schneide. Ah, du schneidest, okay. Stirb, 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 stirb. Nein! Oh, letzte Kugel! Oh! Und du wirst von rechts erschossen. Nein, von oben. Ist auch rechts. Geh einfach links rein. Und zack, tot. Siehst du von rechts. Ich habe übrigens ein bisschen Damage gemacht. Ja. 34 Schaden. Schade, dass man nicht sieht. Bei CS ist ja jetzt zum Beispiel so, du siehst zugefügten Schaden. Ja? Ja, zugefügten und bekommenen Schaden. Das ist manchmal sehr hilfreich. Weil manchmal siehst du dann so zugefügten Schaden 90, bekommenen Schaden 3, weil du so mit 5 HP irgendwie reingerannt bist. Ja, ich... Ach so, ja, ich habe ja keine Nate. Oh Mann! Du hast keine Nate! Du hast keine Nate! Weißt du eigentlich, wie so eine Kopfnuss wehtut? Ja, Anton hat mir mal eine gegeben. Er fragt mich so, ey, kann ich dir eine Kopfnuss geben? Dann hab ich so gesagt, ja, mach doch. Und dann war es irgendwie 10 Minuten lang meine linke Hand taub. Ich weiß nicht warum. Aber es war witzig. Deine Hand war taub? Ja. Nein, du darfst keine Waffen mehr haben. Oh Mann, oh! Ja, was benutzt du auch so Kackwaffen? Ich habe die Technik des Augenstechens erlernt. Ja? Ja. Cool. Du machst eine Scherenbewegung und sagst, Schere, Stein, Papier, aber so, dass du die Schere benutzt, verwirrst den Gegner damit und dann zack, die Augen sind weg. Also, ich dachte, deine Augen stechen die ganze Zeit. Hä? Was ist das, Kartoffel? Du warst das, oh. Ja, mit einer P90TR. Ich glaub das nicht. Das war so diese Kackbratzenwaffe. Hat er sich eben gerade. Ich hab die schon voll lange. Nein! Die Kartoffel! Wart mal ab, wenn ich meine CBS wieder habe. Bei Killing Floor 1, da gab's doch irgendwie für 10 Millionen, konnte man sich eine Kartoffel kaufen. Da stand. Ich weiß nicht. Ja. Was hat sie gebracht? Man kriegt aber irgendwie nicht genug Geld zusammen, um sich diese Kartoffel leisten zu können. Ich glaube, die haben einfach zu viel Attack on Titan geguckt. Das war vor Attack on Titan. Psst. Dieses Spiel war sehr viele Jahre vor Attack on Titan. Psst. Attack on Titan hat so viel Killing Floor gespielt. Dachte ich so, oh, eine Kartoffel, das ist heftig. Ich will immer noch wissen, was diese Kartoffel bringt. Ey, Pixel, hol die Killing Floor 2. Was? Killing Floor 2. Killing Floor 2, ja, habe ich doch schon zugesagt. Es war geiler als der erste, Mann. Kurz nachdem wir angefangen haben. Ja. Lüge. Warum legst du nach? Du hast doch die Hälfte. Ist das schon raus oder das kommt noch, ne? Das ist jetzt schon seit einem halben Jahr draußen. Also. Ja, dann schaffe ich mir das gleich mal. Kostet aber 27 Euro, ne? Messer, 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 Messer! Auch ein anderes Messer reingepackt, weil du es noch nicht gesehen hast. Oh. Animine! Ich lebe. Das ist das Professional, nicht mehr das Veteran. Aber ich spiele so gern Veteran. Nein! Das Beste war immer noch diese Sichel von Halloween. Hm.
Es ist Halloween. Wir müssen übrigens immer noch unser Halloween-Special zu Overdose aufnehmen. Nee, ja. Okay. Das werden wir nie machen. Ich glaub's nicht. Halloween ist bald. Wir müssen die Aufnahmen machen. Bitte. Ich flehe euch an. Die Fans erwarten das. Schreibt mal in den Kommentaren. Pixel Rock Halloween. Wenn ihr das schreibt, Hashtag Rock Pixel Halloween. Jetzt bin ich auch in diesen Hashtag Scheiß Mainstream. Ja. Wenn man ein großer YouTuber ist, machen Hashtags schon Sinn, weil es halt eine Verlinkung ist, ne? Ja. Miren! Tot. Wow. Sogar ich hab die Explosion noch mitgekriegt. Das ist so unnötig. Guck mal, die legen da gleich 6 Minen, aber 2 würden reichen. Und wenn du auf eine drauf trittst, explodiert alles. Theus. Ja. Da, komm mal zu mir. Wo bist du? Ich in eurer Base hinten beim Müllcontainer. Und da kommt jemand in unsere Base und du bist tot. Ah! Oder auch nicht. Du bist dran. So, Rockleader, du gehst jetzt erstmal schön Pipi machen. Und auf die Toilette oder sonst was. Ich erstelle dir jetzt mal einen schönen Equipment. Und dann spielt er mal mit solchen Kackbratzenwaffen. Der lässt einfach alles so. Nein. So, meine lieben Freunde der Dunkelheit. Was für Waffen soll ich ihnen geben? Warum ist mal ein bisschen spannend? Die Demos in der Hand. Ich kauf mir doch jetzt nichts. Ah, okay. Pixel kann man hören. Scheiße, Dreck. Okay, pass auf. Ich gebe Ihnen jetzt eine Vollkugelpistole. Ich gebe Ihnen die Waffe, die er mir mal zum Geburtstag geschenkt hat. Und dann gebe ich Ihnen die Standard-NR. Das, ja, genau. Er kann das ruhig bei dieses Drecksding von und dann, Vollgas konkret, gib mir mal eine gute Waffe. Eine sehr gute Waffe. Ich hoffe, er hört mich nicht. Ja, komm. Er darf mal mit der schönen Waffe hier spielen. Oh, damit kommt er nicht weit. Aber er ist noch lange nicht fertig. Er kriegt hier mal was Gutes. Theos, ja? Welche Map spielen wir? Such dir eine aus. Okay. Okay. So, okay. Prime? Du darfst. Rockleader ist jetzt am Start. Ladies and Gentlemen, the unknown weapon. Was machst du da, Pixel? Ich mach grad eine Tüte auf. Eine Tüte? Ich wollte grad. Was raust du hier oder was, Mario Hanna? Nein, das ist nicht Schokorosinen, mein Freund. Ah, auf jeden Fall the unknown weapon collection via Ghost Town playing now. Rockleader! Ich sollte Englisch lernen. Ja. Und jetzt verzieh dich. Okay. Jetzt darfst du offen rumlaufen. Ja. Okay, dann lass mal starten. Mal gucken, was ich für Bratzenwaffe habe. Ich hasse dich. Mach mal das langsamer. Falsche Richtung. Na? Was für Waffen hast du, ne? Na? Also, einmal. Oh, die T2. Der ja. SG-550, oh, sogar mit Visier. Ja, eine Hotshot LE. Den Heartbeat hast du nicht rausgenommen. Pistole, hast du gleiche behalten? Nee, nein. Hast du nicht. Es ist die Waffe, die du mir eins zum Geburtstag geschenkt hast. Dankeschön. Bitteschön. Hier dazu ein Link. Zu dem Video. Oh Gott, ich mache hier nur noch Schleichwerbungen. Ist das sein Ernst? Du bist schlecht. So schlecht. Oh, sogar das Gammelmesser. Als wären die anderen Messer besser, aber ist egal. Gammelmesser. Ich habe eingemessert. Deine Aufgabe des Tages, messe einen.
Ist das dein Ernst? Du hast es geschafft. Ich glaube, meine Meerschweinchen haben Hunger. Dimitri, Wladimir, Putin. Eigentlich heißen sie Schnuffel und Wuschel. Aber ich ärgere meine Frau gerne, indem ich den schwarzen Meerschweinchen Wladimir nenne und den braunen Dimitri. Ich weiß nicht warum, aber es ärgert sie. Schade, dass ihr nicht noch einen Weißen habt, den kannst du Putin nennen. Deus, oben. Ach, gar nicht. Manu, oben. Oberstes Dach. Du hast es gehört, oberstes Dach. Du bist nicht auf oberstes Dach. Ja, mach ich gleich. Hab ich schon weggemacht. Schieß, 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 schieß. Rechts, 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 rechts. T2, T2, T2. Was ist das, Mann? Ist das dein Ernst, Alter? Wollten wir nicht eine Waffe aktivieren, die wir dann reviewen wollten? Nein, wollten wir nicht. Das Spiel ist scheiße, man kann nicht während des Sprintens nachladen. Ja, feiner kann. Na! Na, hast du keine Nate dabei, du Kackbratzen? Oben Dach, oben Dach! Halt die Fresse! Die T2 ist scheiße. Nein, die T2 ist voll geil. Die T2 ist im Nahkampf cool. Aber ja, hier, an dieser Stelle Dankeschön an... Wer hat die mir damals gegiftet? MTV? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Dankeschön. An Unknown User. An dieser Stelle ein Link zum Video. Die Lache war geil. Und das ist... Hey, das ist auch so ein Spaß mit einer Sikubi, ne? Wie spiele ich eigentlich gerade? 4-6, das geht eigentlich noch. Wir sind so schlecht. Naja, für falschen PC, falsche Maus. Ultra? Da kommt noch was. Gesehen hast, hab ich dir nicht zugetraut, ganz ehrlich. Da! Er hat mich ernsthaft mit einer Nate geholt. Manu, hinter der Mülltonne eine Viper. Hinter der Mülltonne! Die sitzt da immer noch, oder was? Ja! Schlecht, Alter. Nix gegen meine Mama. Ich habe auch nichts gegen deine Mama gesagt, sondern gegen deine Mutter. Was ist das? Mutter, Mama, ist ein Unterschied. Möchtest du haben, ne? Ja. Was? Wie oft ich ihn getroffen habe? Spaß. Das ist doch Kacknacken, Alter. Kann ich gerade nicht. Ich muss mich konzentrieren. Oh. Wie oft muss ich ihn denn noch treffen? Was? Was? Dieses Sikubinaps, Alter! Ohne Spaß, das nervt voll. Das Spiel soll Waffen, weißt du, ne? So. Genau. Du bist einfach nur scheiße, Prime. Du bist so mega scheiße. Nein. Du bist gut. Du bist ein feiner Kerl. Du schaffst Fresse. Es. Halt die Fresse, das nervt mehr, als wenn du sagst, ich bin hässlich. St-
Dirk, was ist das? Wie oft habe ich ihn denn getroffen, Mann? Okay, wir können nicht so rumschreien, dass die Nachbarn beschweren sich gleich noch. Noch ist nicht 22 Uhr. Ja, okay, stimmt. 22 Uhr, dann wäre ich auch schon weg. Echt? Warum das denn? Weil ich noch nach Wennigsen fahren muss. Das dauert eine Stunde. Wieso bist du eigentlich jetzt in Wennigsen? Das ist Hannover oder nicht? Nein, Hannover wäre nur 15 Minuten. Wennigsen ist eine Stunde. Das ist ja kacke. Also wenigstens ungefähr genauso weit weg von Hannover wie Lehrte. Nur in die andere Richtung. Und da fährt kein RE hin, sondern du musst mit Bummelbahn fahren. An der Treppe. Die hintere Treppe rechts. Ich hasse Respawn-Schutz. Los, Manu. Wie hab ich gespielt? Zeig die Karte. Du hast... 8, 12, 8 Assists. Man hat dir 8 mal den Kill geklaut, immerhin. Ja. Bin ich wieder dran? Okay, ich geh raus und mach mir wieder neuen Equipment, okay? Ja, ich mach wieder neues Equipment. Aber nur mit Waffen, die du besitzt, oder? Ja. Okay. Aber ja, für einen Tag, okay? Ja, aber nur eine Waffe. So. Ich hab dir mal geschickt, welche du holen sollst. Wo hast du es denn geschickt? Chat. Ach so. Ist die gut? Ja, ne? Das ist eine hammer gute Waffe. Mhm. Gut. Genau, Theos sein Fall. Gut. Wo finde ich die denn? Kannst du das auch mal schreiben? Mhm. Ach, da. Okay. Suchen wir mal. Warte. Ich finde sie nicht. Wie heißt die? Ich kann es doch einfach eingeben. Genau so, wie ich es geschrieben habe. Da haben wir sie doch. Ja. Kaufen wir mal die teurere, damit mit TSN Geld los wird. Ich muss mega hart auf Klo. Ich muss mega hart auf Klo. Manu, guck nochmal. Ich hab nochmal geschickt. Einfach genau, nur. Ja, die hab ich einfach nur wegen dem Swag-Faktor, weißt du? Oh Mann!